Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Random Nuzlocke und ja, wir sind jetzt mal hier. Denn hier ist nochmal Team Rocket, aber ich will erst wissen, was das hier ist. TM7 ist eine absolut wertlose TM. Gesichte verhindert den Anschlag gegnerischen Fluchtwert, das ist gar nicht mal so toll. Die werde ich verkaufen. Definitiv. Wir drehen hier ein dickes Ding, okay. Und wieder die Frage, warum würdest du einem Kind so etwas erzählen? Ui, Snubbull. Doppelkick in die Fresse. Das ist ein True. Wow. True Hit KO, wollte ich gerade sagen. Und natürlich geht's für den Biss. Aber ich überlebe den Biss. Man kratzt das wie kaputt. Ich kratze dir die Augen aus. Zwirklopp hingegen ist eine andere Geschichte. Ja. Okay, das macht nicht. Das Nachtnebel ist nicht sehr effektiv gegen Lapras. Weil Lapras Unmengen an KP besitzt. Also nicht Unmengen, aber schon relativ viel. Oder die Waldfee. Ja, Aquaknarre, meine einzige spezielle Attacke. Und soweit ich weiß, ist Zwirklopp eher physisch ausgelegt, was seine Defensive angeht. Deswegen für mich hier die bessere Wahl. Schade nur, dass das doch ganz schön Schaden zieht auf die Dauer. Aber es sollte auch ganz okay Erfahrungspunkte geben. Jo. Ich nehme mal eben einen Trank. Das sollte reichen. Und ich finde irgendwie keine allzu tollen Items. Schade. Ja, wenn die Items random sind, kann das natürlich gut oder schlecht sein. Für mich ist es bisher eher schlecht, ganz ehrlich. Die Items, die ich bisher gefunden habe, sind nicht so dolle. Ich würde liebend gern gegen wilde Pokémon trainieren. Ein bisschen. Aber ich darf nicht. Da oben ist nix. Das weiß ich auswendig. Weil ich den ganzen Berg hier ziemlich auswendig kenne. Dam, 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 dam. Oh yeah. Okay. Was schickst du so in den Kampf? Natürlich schickst du einfach mal ein Mew in den Kampf. Ja, warum nicht, ne? Ist natürlich völlig legitim. Hallo Gengar. Natürlich geht meine Attacke daneben. Und du gehst nur für Nachtnebel. Ich meine, es ist das Sinnvollste, was du tun kannst. Und du bist... Naja, wir sind gleich schnell. Ein weiterer Nachtnebel wird mich nicht töten. Und das auch nicht. Wow, nach 500 Millionen Versuchen. Ja. Ich habe viel zu viele normal und physische Attacken in meinem Team. Das geht gar nicht mehr. Und natürlich wachst du Arschloch sofort auf. Töte dich selbst, so ist gut. Jo. Ein Nachtnebel wäre 15. Gut, deiner Teil geht auch daneben. Das ist nett. Alter Schwede. Jetzt muss ich wechseln.
Ich kriege hier langsam echt ein Problem, ne? Nee, ernsthaft. Ich bekomme hier echt ein Problem langsam. So. Genau, töte dich selbst. Das ist nett. Stirb, du scheiß Viech. Alter. Alle erhalten volle Erfahrungspunkte. Inoko. So. Was weiß ich, warum sind die Level so hoch? Das nervt. Au. Naja. Gut, was heißt au? Ist okay. Vorausgesetzt, Trophy trifft mich nicht so oft. Und sehr gut, Volltreffer. Und das Vieh überlebt natürlich ganz knapp. Und geht für den Rutenschlag. Und das war's. Alter Schwede. Level 15. Natürlich keine Entwicklung. Meine Tränke gehen mir aus. Na ne, das meine ganzen schönen Items gehen mir aus. Dieses Team ist echt... Ich meine, es hat Potenzial. Es hat Potenzial. Ich meine, Mogwina, wenn sie sich erstmal entwickelt, wird daraus schon noch was. Zumindest was einigermaßen Brauchbares. Jetzt nicht super toll, aber zumindest okay, aber hey. Na komm schon. Kabuto, du nervst. Es sind aber auch noch zwei Trainer hier in diesem Berg. Ein Miltank. Miltank ist ziemlich gefährlich. Ja, Miltank ist definitiv gefährlich und der Doppelkick wird nicht viel Schaden machen. Nein. Ja, das wird nicht viel Schaden machen. Aber naja. Ha. Und du kannst Stampfer. Nicht gut. Aber schlaf ein. Du schläfst tief und fest. Das ist schön für dich. Und wir mal gar der Einzige, der irgendwas machen kann. Alter, dieses Team ist zu einseitig. Ha, dein Heuler funktioniert nicht. Wieso habe ich dich überhaupt eingeschläfert? Und dein zweites ist... absoluter Schrott und tschüss. Ich brauche einen EP-Teil. Das wäre mal hilfreich. So, der letzte Trainer. Oh, was soll ich mit den ganzen scheiß Evolutionssteinen? Alter. Hallo Pikachu. Ja, die Fossilien gehören mir. Warum hast du die eigentlich nicht schon längst genommen? Du stehst einfach da, wartest, bis jemand vorbeikommt und schaust den dann an, dass die Fossilien dir gehören. Hi Lord. Guten Tag, Herr Kollege. Was machst du denn so? Nein. Lass den Scheiß. Au. Ich meine, gut, was heißt au, aber trotzdem. So, erstmal Schwertanz. Ja, das wird hier jetzt mal stärker. Und deswegen
kommt jetzt auch der Schlitzer. Der reicht. Glutexo. Da wechsle ich aus. Auf Gumachi. Und das hat eine normale Effektivität. Das bringt also nicht viel. Dein Heuler ist mir gerade egal. Ich greife dich speziell an. Weil Aquagnara mit Schwäche, glaube ich, besser ist als Body Slam. Nach dem Heuler sowieso. So. Stirb. Du kleine Sau. Level 22, das ist super. Porenta. Och, Body Slam ist nicht nett. Ich meine Sandwirbel. Boom. Ich treffe dich trotzdem einmal. Und ansonsten... Ansonsten kannst du nicht viel, Porenta. Deswegen... Ja. Nein, meine Attacke. Und auf einmal bist du schneller als ich. So. Aber das war's dann jetzt auch. Dein letzter Silberblick. Und Ende. Damit hätten wir den Mondberg geschafft. Und auch wieder das Level 16. Und Komachi auch. War plus 4 KP. Nicht schlecht. Und ja, du entwickelst dich sehr gut. Du bist zwar dann immer noch nicht wirklich stark, aber immerhin nicht mehr total wertlos. Nidorina. Wenn ich jetzt noch einen Mondstein hätte. Helix, nein. Ich nehme immer das Domfossil. Einfach so. Da, 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 da. Jo. Ich hau ab. So. Ein Wasserstein. Ich finde alle Evolutionssteine, die man sich nur vorstellen kann. Es ist total nervig. Weil ich die meisten davon auch kaufen kann oder sowieso nicht brauche. Ihr könnt Sachen. Was möchtest du mir beibringen? Mega-Heb? Nein, es ist... Du könntest lernen, was denn... Fronthand! Das wäre sogar richtig cool. Ja, sicher. Ist wirkungsvoll, wenn KP des Anwärts hoch sind und Lapras hat hohe HP-Werte. Also relativ hohe HP-Werte. Ja. Und was lernst du so? Mega-Kick ist nicht wirklich das, was du mir beibringst. Welche Attacke ist das? Schallwelle? Was ist Schallwelle? Laute Attacke mit Schallwellen, Stärke 90. Ja, holy crap, ne? Ich behalte Schlitzer trotzdem mal erstmal wegen der hohen Volltrefferquote. Und ja, ich darf das hier machen, das hier sind keine TMs. Und ich kann ihn nur einmal erlernen. Das nutze ich doch glatt. Okay, dann muss ich sagen, da hatte ich hier jetzt mal richtig Glück. Die Items, die ich bisher fand, waren nicht so doll, aber das war mal eine krasse Geschichte.
und Blättertanz, die garantiert keiner von meinen Leuten erlernen kann. Nein. Blättertanz brauche ich denen nicht ankommen. Und hier kann ich auch ein Pokémon fangen. Ziemlich sicher. Azuriacity, denn das hier ist Route 4. Und Route 4 habe ich noch nicht auf meinem schlauen Zettel. Ja genau, das ist Route 4, Mondberg. Und davor ist Route 3 vor dem Mondberg. Und wir als letztes, das letzte Pokémon haben wir also hier gefangen. Route 3. Route 4, beziehungsweise Mondberg und dann Route 4. Ja, ich darf hier ein Pokémon fangen. Habe ich überhaupt genug Pokébälle? Ja. Ich denke schon. Aber erstmal heilen. Und damit vollen Leuten, mit voller Energie Pokémon fangen. Und schon mal aufschreiben. Route 4. Route 4. Haben wir dann auch abgehakt mit einem Pokémon. Ich schreibe es mir immer auf. Ich sollte natürlich ein Pokémon in die Spitze stellen, das nach Möglichkeit einschläfern kann. Wenn ich ein Pokémon fangen will. Route 4. Und es ist ein Psycho-Pokémon. Nicht das beste Psycho-Pokémon. Aber ein Psycho-Pokémon, mit dem ich durchaus einverstanden bin, auch wenn es eher physisch ausgelegt ist und auch eher defensiv. Aber Psycho ist kein schlechter Typ. Auf jeden Fall gut im Team zu haben. Ja, dann würde ich mal sagen, erstmal Hypnose. Wow. Trotz Randomizer hast du trotzdem noch die Fähigkeit, die dich vor Schlaf schützt. Lustigerweise. Okay. Das wird dich nicht töten. Und ich kann dich nicht einschläfern, also werde ich einfach mal einen Ball werfen. Ein seltener Ball, der als Reminenz in irgendeiner Ecke hergestellt wurde. Ich fange nicht mal einen Pokéball. Ach du Vieh. Jetzt versuchst du mich einzuschläfern. Ich kann dich nicht wirklich mehr schwächen. Ich meine, ich kann dich schwächen. Aber... Lass dich doch einfach fangen. Was hältst du denn davon? Danke. Ist jetzt nur die Frage, wie nenne ich dich? Na, falls Legendäres hier ist Baku, das der Legende nach Träume fraß. Dieses Buch ist ein Gnascher Jugendtier. Ja. Ja, ich möchte. Und du bist auch wieder weiblich. Ich mag nur weibliche Pokémon. Das ist cool. Wenn du männlich wärst, hätte ich dich Klaus genannt, aber... Wie nenne ich dich jetzt? Traumato. Du. Ich nenne dich einfach mal... Yume. Ja, Yume ist ein schöner Name. Wieder mal sehr einfallsreich. Yume bedeutet, ja, wörtlich übersetzt einfach Traum. Ich bin so kreativ, ich nenne das Pokémon Traum. Gut, dann werde ich das jetzt trainieren. Also angleichen. Ich denke, auf Level 16 darf ich es bringen. Oh, du hältst ein Item. Ja, ich darf dir auf Level 16 bringen. Bericht. Verhindert einschlafen. Fund.
all die Pokémon, die einschlafen können. Hypnose-Aussetzer. Dein physischer Angriff, ja. Na, mal gucken. Erstmal, welches Item hast du? Item. Eine Beere. Okay. Jo, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.